Hallo und willkommen wieder zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch mein Ask-Video, also Ask-Mirror-Video. Ihr habt mir Fragen gestellt, die beantworte ich euch jetzt hier. Ich habe vor mir meinen Laptop liegen, damit ihr euch nicht fragt, warum ich dauernd nach unten schaue, weil ich werde die Fragen von meinem Laptop ablesen. Und ja, ich will gar nicht lange rumreden und fange jetzt einfach mal an. Die Jasmin Njamawe fragt mich, wo willst du mal hinreisen? Wo will ich mal hinreisen? Meine absoluten Reiseziele sind Mexiko, Neuseeland, Australien, Peru und Südafrika. Genau, das sind eigentlich so die Reiseziele, die ich habe. Als Kind wollte ich immer so die Welt umreisen, indem ich einfach nur die 7 Weltwunder sehen wollte, weil ich ging davon aus, wenn man das gesehen hat, ist man eigentlich so gut wie es geht um die Welt gekommen. Und ja, dann fragst du, liebe Jasmin, willst du mit YouTube weitermachen? Ja, klar, also ich habe erst vor kurzem mit YouTube angefangen, deswegen einfach so jetzt aufhören ist nicht so, und es macht mir noch ziemlich viel Spaß. Also ich werde so lange es weitermachen, wie lange es mir Spaß macht und wie die Zeit es auch erlaubt. Aber ja, ich werde mit YouTube weitermachen. Welche Lieblings-YouTuberin hast du? Wie gesagt, wie ich in meinem ersten Video schon gesagt habe, ich schaue gar nicht so auf YouTube, aber jetzt langsam schon. Jetzt bin ich langsam reingekommen und schaue mir schon mal den einen oder anderen YouTuber auch an. Und ja, ich schaue ganz gerne Monochrome City, also die liebe Tanja an dieser Stelle, hi. Ich liebe ihre Videos, die ist so inspirierend und ihre Videos sind einfach so mega gut gemacht, also mega gut geschnitten, die Effekte, und sie ist auch ein super sympathisches Mädchen und ich hoffe, dass wir uns jetzt mal langsam bald kennenlernen. Und ja, Monochrome City auf jeden Fall, das ist so meine Top 1, also meine allerlieblings-YouTuberin, also ich bin da schon so ein Fangirl geworden. Dann habe ich die Labelle da, das ist eine Freundin von mir, die macht auch super tolle Videos und interessante Videos. Und ich habe noch die Saida Official, das ist meine kleine Cousine, die macht auch YouTube, die hat so einen Kanal, sie singt viel und covert halt Lieder. Sie kann auch ziemlich gut singen und ja, und macht auch interessante Videos. Und noch die Haitu, ich glaube, die heißt jetzt Ayette Lafleur auf YouTube, aber die ist auch schon sehr lange dabei, ich glaube seit ungefähr ein Jahr oder so, und ihre Videos schaue ich mir auch ziemlich gerne an. Gut, wie alt bist du? Ich bin immer noch 23 Jahre alt und werde im Juli 24, yeah, ich freue mich immer absolut mega drüber, älter zu werden, weiß auch nicht warum, aber ich finde es cool, dann bin ich 24 und jetzt bin ich noch 23. Deine Videos sind voll toll. Dankeschön, lieber Jasmin. Die Saida fragt mich, bist du mit deinem Leben zufrieden oder wünschst du dir gerne etwas? Liebe Saida, ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Leben. Bei mir läuft eigentlich alles rund, so wie es laufen soll. Und ja, wünschen tue ich mir nichts wirklich. Nur, dass ich gesund bleibe, meine Familie gesund bleibt, meine Freunde. Und ja, materiell brauche ich nichts und da bin ich auch alles ziemlich entspannt bei mir. Mit wie vielen Jahren willst du heiraten und Kinder kriegen? Mit wie vielen Jahren will ich heiraten und Kinder kriegen? Das weiß ich gar nicht. Also wie es halt kommt, ne? Also ich würde mal sagen, so die nächsten zwei, drei Jahre werde ich bestimmt heiraten und ja, und dann Kinder, das fügt sich ja alles dann so allgemein dann zusammen. Wie gehst du mit Rassismus um? Wie gehe ich mit Rassismus um? Ich bin eine Person, ich spiegel gerne Menschen. Also wenn mir jemand blöd kommt, komme ich auch direkt blöd. Wenn mir jemand lieb kommt, bin ich auch lieb. Also sozusagen, so ist es halt. Und ja, mit Rassismus, ich habe halt immer ziemlich schnell was auf den Lippen. Also ich kann mich ziemlich gut wehren. Ich kann halt gleich zurückkontern. Und das ist halt so das, was ich mache. Schlägern habe ich mich noch bis jetzt noch nicht wegen irgendwas, weil noch nie was richtig Krasses passiert ist. Mir ist nur mein Nachbar aufgefallen, der ist ziemlich rassistisch. Und zwar haben wir ziemlich dünne Wände und die hören, also man kann die hören in der Nacht, und eines Abends wollte ich schlafen gehen. Jetzt rede ich irgendwie voll leise extra.
kann ja sein, dass die mich jetzt auch hören, aber ist egal. Eines Abends wollte ich schlafen gehen und dann mitten in der Nacht fangen die halt an, ultralaut Fernseher anzuschauen. Und da habe ich halt gegen die Wand geklopft, weil das geht ja natürlich nicht. Und dann ist der ziemlich rassistisch geworden. Der hat dann wirklich Dinge gesagt, die man nicht sagen sollte. Vor allem nicht, wenn man mich als Nachbar hat. Und ja, daraufhin habe ich halt gesagt, er soll aufhören damit oder ich rufe halt die Polizei. Dann wurde es still. Und am nächsten Tag habe ich ihm einen schönen Notizzettelchen groß genug geschrieben, damit jeder das von unseren Nachbarn, die halt mal an den Tag die Treppen runtergehen, habe ich ihm einen schönen Zettel geschrieben, wie es das nächste Mal ausschauen wird und was für Wörter er benutzt hat und dass er es sein lassen soll. Und bis dahin, also bis jetzt, habe ich nichts mehr gehört von ihm. Super, ne? So, gibt's was, was du liebst oder hasst? Ich liebe ehrliche Menschen, also Ehrlichkeit und direkte Menschen. Was ich hasse ist, wenn Menschen rundherum reden, also so nicht direkt zu einem kommen und sagen, was ihnen an einem nicht passt oder so. Das mag ich nicht. Wie viel Geld gibst du im Monat für Klamotten und Make-up aus? Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich gehe nicht jeden Monat einkaufen. Ich kaufe halt immer dann was, wenn ich es zufällig gefunden habe oder wenn ich was im Kopf habe. Meistens habe ich was im Kopf, was ich brauche, dann gehe ich in die Stadt, besorge es mir oder ich hole es halt aus dem Internet. Und ja, sagen wir mal 150 Euro so für Klamotten schon und für Make-up ist so noch 50 Euro, weil ich nicht wirklich viel Make-up kaufe. Und falls Parfüm zu Make-up, doch, ja, 70 Euro, sagen wir es so. Und ja, ich kaufe nicht so oft Make-up ein, deswegen kann ich es gar nicht im monatlichen Ausgabepunkt nehmen. So, wer ist deine Lieblings-YouTuber? Das habe ich schon beantwortet. Wie wichtig ist dir Familie? Familie ist mir sehr, sehr wichtig und das ist mir leider Gottes erst in den letzten Monaten aufgefallen, wie wichtig eine Familie eigentlich ist. Und ich habe eigentlich immer auf dem falschen Punkt gebaut. Also ich bin viel in Freunde eingegangen. Und ja, das habe ich jetzt ein bisschen zu locker gelassen und bin jetzt so ein richtiger Familienmensch geworden. Und ja, Familie ist schon mega wichtig und die ist auch da, wenn man nicht gut drauf ist oder wenn halt irgendwas passiert ist und so. Und ja, mir ist Familie sehr wichtig geworden. So. Und wohin willst du noch überall hinfliegen? Genau, das habe ich auch schon vorhin beantwortet. Das sind meine Fragen an dich. Super. Hallo Mira, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke schön. Erstmal eine super große Umarmung, danke, ich umarme dich auch. Und ich wollte fragen, ob du vielleicht auch mal ein Video bzw. Vlog machen kannst, in dem man sieht, wie dein Tag abläuft oder was deine Morgenroutine ist. Ja, liebes Sido-Video, das kann ich gerne machen, obwohl, nee, ein Vlog mache ich dann erst, wenn ich irgendwas Besonderes mache oder zu irgendeiner Feier gehe oder auf irgendein Konzert, halt irgendwas Besonderes. Auf jeden Fall will ich jetzt nicht so drehen, was ich jetzt heute jetzt unternehme oder so, weil es ist ziemlich langweilig, mein Leben. Wenn ich was unternehme, wo ich mir denke, oh, darüber könnte ich einen Vlog drehen, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und eine Morgenroutine kann ich auch machen, werde ich auch machen, ja. Und ja, ansonsten wegen Vlog, wenn ihr mir irgendwie ein bisschen privater sein wollt, dann könnt ihr mich entweder im Instagram folgen, da heiße ich Mira Lima, oder in Snapchat mira.lima. Und dann wollte ich noch wissen, ob du einen Freund hast. Ja, ich habe einen Freund. Wir sind noch nicht allzu lang zusammen und ja, ich habe einen Freund. Wenn ja, ob du einen Boyfriend-Tag machen kannst. Thema Boyfriend-Tag kann ich leider nicht machen, also kann ich jetzt nicht machen, weil mein Freund ist nicht hier in Deutschland. Also wir führen eine Fernbeziehung. Er lebt in Togo und ich lebe hier in Deutschland. Und ja, deswegen kann ich zu Boyfriend-Tag eigentlich nur Nein sagen jetzt.
Aber wenn ich in August dann runterfliege, werde ich ihn mal fragen. Vielleicht lässt sich da was arrangieren. Aber ich glaube nicht, dass er da wirklich ins Video treten wird, weil er ist ziemlich schüchtern. Aber ich versuche mein Bestes und versuche ihn dazu zu überreden. Und bis dahin kann ich ihn ja kurz mal schreiben. Vielleicht antwortet er und sagt mal kurz Hallo. Ich habe ihn jetzt geschrieben, mal sehen, ob er antwortet. So, hier ist noch von der Ayat eine Frage. Also meine Frage wäre, was sind deine Ziele und wo siehst du dich in 10 Jahren? Also meine Ziele sind es, glücklich zu sein eigentlich. Ja, das ist eigentlich gerade so das, was ich halt erreichen möchte. Obwohl ich ja schon glücklich bin, aber halt glücklich, gesund und den Spaß am Leben nicht zu verlieren. Und ja, in 10 Jahren sehe ich mich eigentlich ziemlich spießig zu Hause hocken mit meinen Kindern und mit meinem Mann. Und ja, das ist eigentlich das, was ich so halt in 10 Jahren mal denke. Da wäre ich 33 Jahre alt, ja genau. Ich tue arbeiten, ich passe auf meine Kinder auf. Wir gehen sonntags spießig auf dem Flohmarkt spazieren. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie das Leben halt so kommt und was halt ansteht. Also was halt passieren wird. Und ja, das sind so in 10 Jahren die Sachen. Und sonst habe ich, glaube ich, keine Fragen mehr. Ah ja, ich habe noch bei einem anderen Video eine Frage gehabt. Ich muss das mal kurz suchen. Frage von der Jasmin Neverson. Wie hast du es hinbekommen, deine Eltern zu überreden, dass du dir ein Zungenpiercing machen darfst? Ja, liebe Jasmin Neverson. Ich habe mein Zungenpiercing seit, glaube ich, 18 bin oder so. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe es nämlich schon zum dritten Mal nachstechen lassen. Und ja, also das allererste, ich habe gar nicht gefragt. Ich habe es einfach gemacht, was natürlich nicht gut ist. Ich war da schon 18, deswegen habe ich auch keine Unterschrift gebraucht. Aber ja, bei ausländischen Eltern bzw. afrikanischen Eltern ist man ja nie irgendwie volljährig oder so. Also ich müsste bestimmt mit 30 noch nachfragen, ob ich ein Zungenpiercing machen darf. Ich habe nicht gefragt, ich habe es einfach gemacht und ich bin mir gar nicht sicher, ob meine Eltern das jetzt irgendwie mal gemerkt haben oder so. Bis jetzt haben die mich noch nicht drauf angesprochen. Und ja, macht es bitte nicht nach. Also wenn ihr was machen wollt, dann fragt es da lieber eure Eltern, vor allem wenn ihr noch nicht 18 seid. Und ja, das Zungenpiercing habe ich jetzt zum dritten Mal nachstechen lassen. Ich habe auch ein, wie nennt sich das, ein Lippenbändchen und ein Tattoo. Und ja, also meine Eltern haben es, glaube ich, irgendwie noch nicht richtig gemerkt, dass ich ein Zungenpiercing habe. Und ich rede auch ziemlich vorsichtig vor denen. Und ja, so viel zu meinem Zungenpiercing. Und genau, also wenn ihr wollt, könnte ich ja mal so ein Video drehen, so über Jugendsünden, ne? Ja, genau, das ist ja eigentlich ein gutes Video, ja? Über Jugendsünden und was ich halt mal so gemacht habe, was vielleicht nicht so anständig war. Und ja, keine Ahnung. Das war's dann heute von meinem Video, von meinem Ask-Video. Ah, hier, er hat geantwortet. Schauen wir mal. Hallo, Samira. Ja, das war mein Freund. Es waren tolle Fragen dabei, finde ich. Und wenn ihr aber trotzdem noch Fragen habt, dann scheut euch nicht unter meinen Kommentaren, einfach unter meine Infobox in die Kommentare zu schreiben, was ihr noch wissen wollt. Ich beantworte sie euch. Ja, dann wie immer, vergisst nicht zu abonnieren, vergisst nicht mich weiter zu empfehlen, mich weiter zu empfehlen, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Und kommentiert fleißig und hebt auf jeden Fall die Daumen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bleibt gesund.